Like dieses Video in den nächsten 5 Sekunden, wenn du jetzt schon den neuen Neymar-Skin in Fortnite freischalten willst. Also riskiere nichts und like jetzt sofort dieses Video. Oh mein Gott, Leute, heute in diesem Video geht es um den neuen Neymar-Skin in Fortnite Battle Royale. Und ich werde euch heute in diesem Video erklären, wie ihr diesen mega coolen und vor allem brandneuen Skin einfach so kostenlos freischalten könnt mit einem einfachen Trick. Ja, Freunde, es gibt einen Trick, wie man jetzt schon den ganz neuen Neymar Skin von der Fortnite Season 6 freischalten kann, und diesen Trick werde ich euch heute in diesem Video zeigen. Und deswegen schaut euch jetzt unbedingt dieses Video bis zu Ende an, gönnt euch alle den Neymar Skin, schaltet euch alle den Neymar Skin frei, Freunde. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video und let's go. Oh mein Gott, Leute, jetzt noch mal ganz kurz bevor dieses Video beginnt, und zwar, wir haben heute einen mega mega kranken Item Shop, wir haben mega coole Skins, plus wir haben einen ganz brandneuen Skin hier im Fortnite Item Shop am Start, und ich will natürlich wie jedes Mal bei einem Video wieder etwas aus dem Item Shop verschenken. Und ich würde sagen, ich verschenke heute einfach mal den brandneuen Isabelle Skin. Ich finde den mega cool und ich denke mal, viele von euch finden den auch cool. Und deswegen, Freunde, wenn ihr Lust habt, dass ich euch diesen mega coolen Skin schenke, dann bitte ich euch, schickt mir jetzt sofort eine Freundschaftsanfrage an meinen Epic Games Namen Official JunYT. Ihr seht hier links oben ist mein Epic Games Name. Einfach mal eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich werde soweit immer alle FAs annehmen, die ich bekomme, so die ich annehmen kann. Und wenn ihr das gemacht habt, dann bitte abonniert unbedingt diesen YouTube-Kanal, lasst einen Like auf das Video da und schreibt unbedingt in die Kommentare Hashtag Skin plus euren Epic Games Namen nochmal und schreibt auf jeden Fall den Skin, den ihr haben möchtet. Aber ich denke mal, heute verschenken wir diesen Skin. Und Freunde, umso mehr Kommentare ihr schreibt, umso höher ist die Chance, dass ich genau euren Kommentar sehe und dass ich dann euch dann etwas schenke. Deswegen macht auf jeden Fall mit. Ich werde das heute nicht im Video verschenken, sondern werde erst das Video hochladen und gucken, wer wirklich Bock hat, den Skin geschenkt zu bekommen, und werde dann den Skin verschenken. Deswegen macht auf jeden Fall mit. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt beim Video und let's go. Yo, Freunde, wir beginnen jetzt direkt mit diesem ganzen Trick, wie wir den neuen Neymar Junior Skin jetzt sofort kostenlos freischalten können. Ich wollte euch kurz nochmal was ganz Cooles ankündigen, und zwar, ich werde schon bald einen mega coolen Livestream starten, wo ich zusammen mit 2-3 Kollegen mega viele Sachen an meine Community verschenken werde, wie zum Beispiel, wir werden Skins verschenken, wir werden Emotes verschenken, wir werden andere V-Bucks Sachen verschenken, wir werden Battle Pässe verschenken und so weiter und so fort. Und wenn ihr dieses mega coole Event nicht verpassen wollt, dann bitte schickt mir jetzt sofort eine Freundesanfrage. Hier könnt ihr eh meinen Epic Games Namen sehen, und wenn ihr mir eine FA geschickt habt, dann bitte folgt mir jetzt sofort auf meinem Twitch-Account Official JunYT. Mein Twitch-Account ist auf jeden Fall ganz oben bei meinem Kommentar angepinnt. Müsst ihr einfach meinen Kommentar lesen. Dann klickt ihr auf den Link, dann kommt ihr auf meinen Twitch-Account. Da müsst ihr einfach nur auf das Herz klicken und auf Benachrichtigungen aktivieren. Und dann werdet ihr diesen coolen Livestream nicht verpassen und werdet coole Sachen geschenkt bekommen können. Aber jetzt würde ich sagen, beginnen wir direkt mit dem ganzen Neymar-Skin, und ich werde euch zeigen, wie man diesen jetzt schon freischalten kann. Das ist auf jeden Fall ein einfacher Trick. Und Freunde, jeder einzige von euch kann diesen ganzen Trick machen, denn dieser Trick klappt auf jeder Plattform, wo man Fortnite Battle Royale spielt. Für den ersten Schritt müsst ihr erstmal in eure Fortnite Battle Royale Lobby, beziehungsweise an diesem Ort, wo ich mich hier befinde. Wenn ihr in eure Fortnite Lobby am Start seid, dann klickt ihr einmal links oben auf eure Freundesliste. By the way, ich habe hier eine FA bekommen, ich nehme die natürlich direkt an. Ihr klickt links oben auf eure Freundesliste, klickt hier auf die Einstellungen und macht eure Gruppenbeschränkung unbedingt auf privat, dass keine Leute in eure Lobby joinen können, während ihr diesen ganzen Trick macht. Denn ansonsten müsst ihr nochmal von vorne anfangen und es wird nicht funktionieren. Deswegen unbedingt den Gruppenbeschränkung auf privat einstellen. Wenn ihr die Gruppenbeschränkung auf privat eingestellt habt, dann könnt ihr hier rechts oben auf die Einstellungen gehen. Dann geht ihr einmal ganz nach hinten auf die allerletzte Seite, die ihr sehen könnt. Und hier könnt ihr dann dieses Exemplar finden, beziehungsweise kann Geschenke empfangen. Und Freunde, kann Geschenke empfangen müsst ihr auf anmachen, also nicht auf ausstellen, sondern unbedingt auf anstellen. Wenn ihr das Ganze auf angestellt habt, dann könnt ihr hier auf anwenden klicken und ihr seid mit dem nächsten Schritt genauso fertig, Freunde. Ihr müsst jetzt einfach mal den No-Skin auswählen und das No-Skin Rückenaccessoire. Wenn ihr das Ganze so gemacht habt, dann klickt ihr einmal auf Speichern, klickt auf einen neuen Slot und in Slot speichern. Und jetzt müsst ihr mir wirklich gut zuhören, und zwar, ihr müsst jetzt einmal auf Laden klicken.
Dann klickt ihr auf die Einstellungen, die ihr gerade gemacht habt, klickt auf Umbenennen und jetzt müsst ihr genau das gleiche schreiben, wie ich schreibe. Und zwar Unlock Namer. Ihr müsst das bitte genauso schreiben, wie ich es geschrieben habe. Ihr dürft das nicht falsch schreiben, sonst wird dieser ganze Trick bei euch nicht funktionieren. Also ihr müsst hier Unlock Namer schreiben, dann klickt ihr auf Annehmen und jetzt müsst ihr sofort in den Battle Pass springen, das heißt hier in den Battle Pass und müsst ganz nach hinten einzeln drüber springen, bis ihr auf der Seite seid, wo ihr dann den Namer Skin freischalten und sehen könnt. Und zwar, ihr müsst jetzt hier auf diese Seite gehen, meine Freunde, und ihr müsst jetzt auf das dritte Fragezeichen klicken und zwar könnt ihr hier schon sehen Neymar Junior. Und Freunde, hier kommen wir jetzt zu dem Allerwichtigsten. Ihr klickt auf Belohnung anzeigen und ihr seht hier ein Fragezeichen. Ihr müsst jetzt hier dreimal rubbeln an diesem Fragezeichen. 1, 2, 3 und jetzt erscheint ein magischer Genie und ihr könnt euch den Neymar Skin freischalten. Könnt euch den Neymar Skin wünschen? So, meine Freunde, jetzt erstmal Spaß beiseite. Ich werde euch jetzt wirklich erklären, wie ihr den Neymar Junior in Fortnite Battle Royale kostenlos freischalten könnt, beziehungsweise mehr oder weniger kostenlos, denn ihr braucht auf jeden Fall erstmal den Fortnite Season 6 Battle Pass. Das heißt, wenn ihr den Fortnite Neymar Skin freischalten wollt, dann müsst ihr erstmal den Battle Pass freischalten. Und Freunde, ich stelle euch jetzt mal ganz kurz eine Frage. Habt ihr schon den Battle Pass oder nicht? Wenn ihr jetzt noch immer keinen Battle Pass in Fortnite Season 6 habt, dann bitte ich euch, abonniert jetzt sofort meinen YouTube-Kanal, lasst ein Like auf das Video da und schreibt erstmal Hashtag Battle Pass in die Kommentare plus euren Epic Games Namen. Ich kann auf jeden Fall noch ein, zwei Battle Pässe verschenken, wenn ihr unbedingt noch einen Battle Pass haben wollt. Und wenn ihr dann den Battle Pass am Start habt, dann könnt ihr auch wirklich schon den Neymar Skin freischalten. Also könnt ihr hier auf neue Aufträge gehen, dann seht ihr hier eine Kategorie, wo Neymar stehen wird, also das ist jetzt nicht der Neymar, aber hier kommt dann eine Kategorie Neymar und dann stehen da verschiedene Aufträge, wie zum Beispiel finde goldene Artefakte oder was auch immer. Vielleicht muss man dann verschiedene Fußbälle auf dem Spielfeld finden oder was auch immer. Der Neymar Skin wurde anscheinend schon geleakt. Ich kann euch den ganzen Skin jetzt nochmal einblenden. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, denkt ihr, dass das wirklich der echte Neymar Skin ist und dass wir wirklich diesen Skin freischalten können oder denkt ihr, dass der noch anders aussehen wird? Ich weiß es nicht, meine Freunde. Auf jeden Fall kommen dann die verschiedensten Challenges auf euch zu und Freunde, ich werde euch auf jeden Fall ein Video zu den Challenges hochladen. Deswegen solltet ihr unbedingt diesen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr dieses ganze Video dann nicht verpasst. Dann könnt ihr auch schon direkt den ganzen Neymar Skin freischalten. Der wird auch bald kommen, Freunde, vertraut mir. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier erstmal am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe natürlich, dieses Video hat euch weitergeholfen. Ich hoffe natürlich, dieses Video hat euch gefallen. Warum habe ich jetzt heute dieses Video gemacht, kann ich euch ganz kurz erklären. Und zwar, mich haben wirklich mega viele Leute angeschrieben, haben gesagt, yo Junior, wie bekommt man den Neymar Skin? Wie kann man den Neymar Skin freischalten? Neymar hier, Neymar da, Zumba, Elastico, der Neymar, was auch immer. Also Freunde, das haben mich viele Leute danach gefragt und ich habe jetzt erstmal dieses Video rausgehauen. Wie gesagt, ihr müsst einfach die Challenges machen, ihr braucht den Battle Pass von der Fortnite Season 6 und wenn dann der Neymar Skin auf dem Start ist, dann könnt ihr diesen ganzen Skin freischalten. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt von diesem Video, das war's jetzt von mir. Haut rein, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, einen schönen restlichen Tag. Haut rein und ciao.